Freunde des Galliotum Sports, willkommen hier in den Vereinigten Staaten von Camillo, ist auch da. Ja, hallöchen Leute. Von USA, jawohl. Ja. Ich wundere mich nur gerade, warum wir bei Starkregen mit grünen Reifen fahren. Ja, ich hab's auch gerade vermerkt, ist immer ein bisschen sehr merkwürdig das Ganze. Und wir müssen das ganze Rennen damit fahren. Nee, ja, nee, bei mir sagt er ein Boxenstopp. Jo, bei dir, bei mir nicht. 14 Runden, 14 Runden, Zeit 26:32 und kein einziger Boxenstopp. So. Warte mal. Null Boxenstopps. Jo, steht da. Raus da rein. Ausgewählte Strategie. Na dann. Komisch. Ich muss einen machen, warum auch immer. So, beschiss. Oh, wahrscheinlich die Reifen, die du in einem Qualifying gerade schon so traktiert hast, wegen der guten Zeit und musst jetzt deswegen dann, nun könnte ich mir das denken, wäre einfach logisch. Komisch, komisch. Muss ich nicht verstehen. Sauerei. Die Reifen haben wir alle im Qualifying benutzt, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Boah, man rutscht ja hier, ey. Ja. Upsala. Deswegen finde ich es ja so komisch, dass die gesagt haben, wir können mit Grün starten, obwohl es so stark am Rechnen ist. Ach fuck, ich habe mein Benzingemisch nicht umgestellt. Egal. Viel zu viel Benzin dabei. Finde ich jetzt aber ein bisschen merkwürdig, warum ich stoppen muss. Oh, Alter, rutsch doch hier nicht so. Was ist das denn? Du willst, oh Alter, du blöde Karre, ey. Schön am Dingsen, Alter. Oh, das gibt's ja nicht, Alter. Warum haben sie uns nicht die blauen Reifen gegeben? Die grünen sind ja grausam. Ich auch nicht. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, aber. Vielleicht regnet es denen noch nicht stark genug dafür oder so. Ich habe keine Ahnung. Die wow. Die haben den Regen aber auch verpennt, ey, in der Birne. Also wenn wir Pech haben, müssen wir nachher sowieso noch mal rein und uns dann die blauen holen, wenn das so weitergeht. Komm rum, ey. Ja, das Schwimmen ist hier schon echt interessant.
Hat er deine Schwimmflügel dabei? Nein, nicht wirklich. Wenn man bei Regen die S-Kurve einmal falsch erwischt, dann kannst du sofort wieder... Ja, da hast du recht. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Mhm. Und dann noch soll es aufhören, oder was? Interessant. Es gibt auch Sachen, da will der einfach nicht stehen bleiben. Ach, das ist gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten. Okay, geh sanft damit. Ein störrischer Regen. Zieh rüber, Mann! Und Jeff, halt doch mal dein Maul, ey! Gehen die mir alle auf den Sack? Das ist ein verfluchtes Rennregen. Ja, sei doch froh, dass du Infos kriegst. Und bla, 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 bla. Kann ich ja gleich bei der Zeitung arbeiten oder am Fernsehen. Ihr seid zufrieden mit den Reifen, das ist ja schön, Jeff. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Zehn Runden noch. Naja. Mein Gott, diese Bremsen sind doch der letzte Scheiß. Das Ding bleibt einfach nicht stehen. Ah, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Musste halt ein bisschen früher bremsen. Das fällt mir gerade schwer, das zu akzeptieren. Komm rum! Du Windbeutel! Ja, dreh mit. Ja, komm, dann fahr da drüber, ist mir doch wurscht. Meine Fresse, ey. Du hässliche Gurke. Ja, sicher. Komm, in die Drehzahl. Komm und hopp und. Jawohl. Hä? Okay, alles klar. Nichts ist klar, Nudelkacke. Oh, einer hat sich schon irgendwo geledert.
Na, die Strecke wird immer trockener irgendwie. Man merkt's. Muss halt nur auf der Ideallinie bleiben, Daniel. Mann, Mann, Mann. Komm hoch. Krampf. Oh, Van Dorn. Schleicht sich so gerade in die Box. Hui. Ja, warum soll ich denn noch mal rein? Verstehe ich nicht. Alle anderen dürfen normal fahren und ich muss rein? Haben doch erst 29%, da geht doch nicht in die Box. Alter, schöner lilaner Sektor bringt mir nur nix. Ach, Kerl! Bremst du schon und trotzdem dreht es sich dann. Oh Mann. Fick doch. Ja, aber dann auf das Nasse kommst und umso nasser das ist, umso weiter geht's dann nach außen leider. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Jetzt hängt es wieder ein bisschen mehr an, oder meine ich das nur? Keine Ahnung, ab wann. Das ist genauso wie gerade auch. Kein Unterschied. Na. Alles nur Einbildung. An manchen Stellen ist die Strecke aber doch noch ganz schön. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Was interessiert mich in Kürze, Alter? Merkst du noch was, ey? Wetterbericht. Wenn er in 5 Minuten aufhört, ist okay. Wenn er in 10 Minuten erst aufhört, ist es uns scheißegal. Komm schon, Alter, beschleunige doch mal.
Wichskarre, Alter! Oh, ich krieg's kotzen, Alter. Rutsch, 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 rutsch. Oh, ist eine ganz schöne Arbeit. Los jetzt damit, Mann! Komm schon, ey. Wenn er da mal in den Drehzahlbereich kommt, dass er endlich anfängt. Schlimm. Das ist eine alte, die furztrocken ist, Alter, die auch nicht feucht wird, ey. Bin mal gespannt, ob wir das noch erleben werden, dass wir noch trockene Reifen holen muss. Oh Gott, was habe ich denn hier veranstaltet? Viel zu lahm gewesen bei den S-Kurven. Schon reif, schon gelb, ey. Oh, jo. Ja, und damit noch jetzt 5 Runden fahren. Oh, okay. Kürzer ist es wieder trocken, alles klärchen. Die Meldung habe ich falsch gekriegt vor 2-3 Runden. Oh, vielleicht ist es ja nicht schlecht, dass ich sie jetzt erst kriege. Vielleicht stimmt es ja dann. Ja, man merkt hier schon, wie trocken die Strecke wird. Scheiße. Lässt sich mit den Intermediates zwar noch gut fahren, aber... Aber jetzt auch nicht mehr so gut wie eben. Ach komisch, DRS haben sie schon wieder aktiviert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen?
Alter, die Regenreifen, die gehen ja gar nicht mehr. Wir sind bei plus nee, das tue ich mir nicht an. Alter, ist das am Rutschen. Nee, das kannst du knicken, du. Das ist natürlich jetzt scheiße für mich. Weil jetzt wieder Höchstgeschwindigkeiten angesagt sind und die hat meine Karre einfach okay, nicht. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, wie jetzt? Oh, lol. Ach, hast du die Änderung wieder nicht bestätigt? Du musst immer unten gucken, was als nächstes für Reifen. Na gut, jetzt musst du gucken, dass diese 2-3 Runden damit rumgerutscht kriegst. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Na, man merkt, ganz trocken ist die Strecke noch nicht. Ich rutsche auch noch ein bisschen rum hier. Bisschen rutschen ist gut, ey. Boah. Gut, in der Box sind wir uns einig, dass jetzt ein Wechsel auf Slicks ansteht. Es wird zwar rutschig werden, aber wahrscheinlich auch schneller. Aus, du Mistgurke. Die sind doch doof, sind die doch, ey. Fertig, los jetzt. Du bist scheiß Drecksladen, ey. Also, haben sie schon wieder die Grünen aufgezogen, oder ja, was? Ja, schon wieder die Grünen. Ich fahre die nochmal nicht vor. Unten steht doch die nächsten Reifen. Mensch, ist das so schwer? Ach, lach mich in Ruhe jetzt. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, doof, halt, lässt grüßen. Kann ich auch nichts für. Der ist eine schwule Alternative, Alter. Mann. Hätte das eben annehmen müssen, dann wäre es jetzt anders. Ich muss sowieso wieder rein. Okay. Ja, 5 Sekunden wegen der scheiß verfickten Dreckslinie da, ey. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Der schöne zweite Platz, nie. Scheiß auf den zweiten Platz. Ah, wäre gut Punkte gewesen. Kriege ich da sowieso nicht mehr zusammen. Ja doch, ohne die Linie? Boxenstopp. Bestätige. Gut, dass das Regenrennen ist, dass ich so oft reinfahren konnte jetzt. Ja. Mann!
Mann, wechsel doch mal da. Ist schwer beschädigt. Wir registrieren. Boah, gehst du mir auf die Nüsse, ey. Aua, Verstappen, what the fuck? Das gibt's doch nicht, Alter. Claire! Scheiß Kurve, scheiß Reifen, Alter. Fährt man sich da noch einen Spoiler kaputt, Mann. Ja. Oh. Au. Diese 5 Sekunden, der sind dieser da. Leck mir. Leck mir, oder leck was, da leck mir mal schon damit, was da. Ja, seid ihr jetzt mal fertig hier, ja? Losfahren. Ja, ja. Ich fahr schon. Ja, ich normalerweise auch. Hey, guck mal da, wer ist denn das? Wie ich letzter bin, ey. Jetzt ist er weg, ist mir. Na komm. Wir unsere Strategie durch. Muss das jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, wohl nur wieder 5 Sekunden. Aber weißt du was, Alter, mich juckt das doch jetzt gar nicht mehr. Nee, auch nicht. Was machst du denn immer? Ist das ein fucking Scheißdreck? La 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 la. Mann. Dass die Straße auf einmal wieder so trocken ist nach dem ganzen Regen. Wow. Ja. What the big fucks. Na gut, die war auch heiß, die Strecke. Ne? Was ein Müll. Ach, ist doch egal. Gut gemacht, Wehrlein, wenigstens das hast du richtig gemacht. Reicht doch, Jeff. Oh, diese Kurve ist doch so behindert, ey. Alak. Oh, Massa und Eriksen mit ihrem scheiß Zweikampf hier, oh je. Ja, hör mal, Eriksen, du musst mich schon durchlassen, ne? Blaue Flagge und so, weißt du schon, ne? Mag den nicht, deswegen. Ey, der war hier gerade im Zweikampf auch und so. Gelbe Flaggen voraus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Grüne Flagge. Oh, jetzt hier einer geladet. Oh, Perez auf 4, wauzi. Na komm, Großjeans, mach einen Fehler oder sowas. Komm schon, Virus, gib Gas. Nein, das wär's noch gewesen. Komm schon. Na gut, so geht's natürlich auch. Wenigstens ein. Kurz vor der Punkt ist er gewesen, schade. Jetzt war aber auch wieder ein Rennen, ey. Oh, der Kimi. Und schon wieder der Verstappen. Was macht der denn hier? Ist er jetzt sauer Gast oder was? Ein beeindruckender Sieg. Wenn das mit dieser alternativen Strategie, wenn das kommt, was drückst du da eigentlich? Oder sagst du da irgendwas oder so? LB drücken und dann bestätigen sagen. Oder du kannst auch natürlich mit der Pfeiltaste drücken. Weil dann kannst du ja LB drücken, dann wo du auch fragen kannst, wegen Fahrer hinter mir und so, und dann sagst du einfach bestätigen. Oder du drückst eben einmal mit dem Pfeil nach rechts.
Jo, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war doch mal ein interessantes Rennen. Wir sehen uns dann später wieder. Haut's rein, macht's gut. Tschüssi. Ciao mit V.